Vom Standort Wackersdorf aus versorgt die BMW Group die internationalen Montage- und Produktionswerke mit Fahrzeugteilen. In der Halle der Versorgungslogistik sind seit einiger Zeit selbstfahrende Roboter unterwegs. Smart Transport Robots, kurz STR, heißen diese tüchtigen Helfer. Die Einsatzmöglichkeiten des STR sind einmal in der klassischen Intralogistik, Transport vom Lager in die Montagehallen, aber auch durch die Technik, die wir einsetzen, auch das direkte Beliefern am Band, die direkte Materialtransporte bis ans Montageband ohne einen manuellen Eingriff. Der koffergroße Transportroboter fährt unter einen Rollcontainer mit Autoteilen und hebt diesen hoch. Flankiert von flexibel montierbaren Funksendern fährt er selbstständig zum Bestimmungsort der Ware. Fest installierte Induktionsschleifen zur Navigation sind nicht mehr nötig. Ein eingebauter Sensor erkennt kritische Situationen und stoppt im Bedarfsfall den Roboter mit seiner Fracht, die maximal bis zu einer halben Tonne wiegen kann. Wir befinden uns momentan in dem Vorserienstadium, das heißt, wir haben 10 Geräte hier in Wackersdorf bei uns laufen, die direkt in der Produktion drin sind und direkt praktisch erprobt werden dabei. Und Mitte nächsten Jahres werden wir die endgültige Serie haben und die haben wir dann in den anderen Werken, wo wir sie installieren werden. 3D-Kameras werden derzeit bereits erprobt und sollen im späteren Serienbetrieb eine noch präzisere Navigation ermöglichen. Die 3D-Kamera hilft uns dabei, dass wir die Behälter automatisch aufnehmen können. Der weitere Schritt ist dann, dass wir einen automatischen Wechsel an die Montagelinie machen können. Das heißt, wir können das Leergut abholen automatisch und das Vollgut bringen, ohne dass irgendeine Person dabei beteiligt ist. Für den Antrieb nutzen die Entwickler bereits verwendete Batterien aus dem BMW i3. Diese liefern Energie für eine ganze Arbeitsschicht.